Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Tesla-Chef Elon Musk gilt nicht nur monetär als reichster Mann der Welt. Er hat auch auf dem Microblogging-Dienst Twitter ein beträchtliches Vermögen in Form von 79 Millionen Followern und einer Menge mehr Lesern. Den Dienst nutzt er regelmäßig für PR-trächtige Umfragen und teils kryptische Äußerungen. Jetzt erwägt der nach eigenen Aussagen gerade zum zweiten Mal an Corona erkrankte Unternehmer, eine eigene Twitter-Konkurrenz ins Leben zu rufen. Musk hatte sich in der jüngsten Zeit häufiger kritisch über den Dienst geäußert und die Nutzer gefragt, ob sie glauben, dass Twitter sich an den Grundsatz der freien Meinungsäußerung halte. 70% der Teilnehmer beantworteten die Frage mit Nein. Später gab Musk, der um eine gewissenhafte Abstimmung gebeten und auf die Wichtigkeit der Umfrage hingewiesen hatte, bekannt, er denke ernsthaft darüber nach, eine neue Social-Media-Plattform zu gründen. Genauere Pläne hat Elon Musk noch nicht bekannt gegeben. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.